ihr Lieben aus Mallorca. Ja, ich wollte mich einfach mal kurz mit einem Video melden. Ich war jetzt gerade mit ganz lieben Kunden auf einer neuen Bodega, hier ein ganzes Stück noch hinter Santa Maria, auf einem Weintasting an einem sehr schönen Tag und kommen gerade nicht dazu, irgendwie größere Videos zu machen. Vielleicht schaffen wir es. Vielleicht schaffen wir es mal am Wochenende, dass wir ein Video hinbekommen mit Sandra zusammen in irgendeinem Ort, einen kleinen Rundgang. Ja, das Wetter ist heute mal nach langer Zeit wieder etwas stabiler. Wir hatten ja hier jetzt wirklich ein paar Wochen mit sehr durchwachsenem Wetter, jeden Tag irgendwo auf der Insel Regen, dann aber auch wieder Sonne, also ganz unterschiedlich und teilweise innerhalb von einem Kilometer auf der Insel zum anderen von Sonne zu absoluten Regen. Das ist jetzt vielleicht erstmal ein bisschen vorbei, wohl noch nicht ganz, aber naja, wir schauen mal, wie das Wetter dann so wird. Es ist auf jeden Fall schon schön warm, also wir haben jetzt hier heute schon so 26, 27 Grad. Weil wir auch mitbekommen haben, es ist, glaube ich, in Deutschland, wenn ich es richtig mitbekomme, noch wärmer. Ich glaube, ich habe teilweise gehört, über 30 Grad Hitze in Deutschland jetzt schon. Da ist es bei uns hier im Moment fast noch angenehmer als in Deutschland. Das ist schon der Wahnsinn. Ja, hier fahren wir gerade in der Gegend rund um Bini Salem, Santa Maria durch die Weinanbaugebiet und man sieht auch schon immer hier rechts jetzt gerade Weinreben, Weinanbau. Ja. Also hier ist ja auch so die Wiege des Weines, also ein Großteil der Weinproduktion von Mallorca findet einfach ja auch hier statt. Und ja, immer wieder schön hier auf Bodegas zu sein, die guten mallorquinischen Weine zu probieren, ist immer wieder eine Freude, die wir mit euch, mit lieben Kunden teilen können, dürfen. Und ja, jeder, der mal Interesse hat an einem Weintasting, ist ja kontaktiert Sandra. Die plant die ganzen Tastings mit den Uhrzeiten und allem drum und dran. Und ja, dann können wir vielleicht mal gemeinsam auf ein Weintasting gehen. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg Richtung Santa Eugenia, Santa Maria Retour. Also es geht jetzt wieder in Richtung Palma. Wahrscheinlich hole ich jetzt bei dem Wetter dann kurz zu Hause mein Motorrad ab, um dann mit dem Motorrad wieder nach Palma zu fahren und in Palma dann nachher Sandra abzuholen. Und dann gibt es morgen nochmal einen Tag Samstag und dann geht's in unser wohlverdientes Wochenende. So ist unser an. Wir haben jetzt 934 Abonnenten vorher gehabt. Dafür erstmal ein Dankeschön an alle, die uns dann immer wieder neu abonnieren. Also wir gehen langsam aber stetig auf die 1000 zu. Also ihr wisst ja, alle, die uns noch nicht abonniert haben, lasst uns ein Abo da auf YouTube, dass wir weiterhin steigen und vielleicht bald dann die 1000 Follower auf YouTube erreichen. Ich werde das Video nachher relativ kurzfristig gleich hochladen und wünsche euch hier schon mal ein schönes Wochenende. Wir haben jetzt heute Freitagnachmittag. Viele von euch werden ja schon ins Wochenende gehen. Ich hoffe, ihr genießt die Zeit auch, wo immer ihr seid, auch in Deutschland bei gutem Wetter. Schaut mal auf unseren Kanälen rein. Und ja, euch allen schönes Wochenende, genießt die Zeit, bleibt gesund, werdet gesund, lasst es euch gut gehen, genießt das Wochenende beim schönen Gläschen Wein, machen wir auch, vielleicht auch beim Gin Tonic mal schauen und bleibt uns gewogen, gebt uns ein Abo, schreibt uns gerne was in die Kommentare, war wie gesagt nur ein kurzes Video vom Wochenende, dass ihr nochmal was von uns hört, liebe Grüße auch von Sandra, die gerade im Laden ist und auf mich wartet. Lasst es euch gut gehen, euer Patrick vom Cancomé. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.